Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten, die in den letzten Tagen auf meinen Kanal gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute habe ich für euch einen Food Haul. Das heißt, ich zeige euch, was ich an sonstigen Sachen gekauft habe. Obst und Gemüse habe ich daheim. Aber so an sonstigen Sachen, was ich im Supermarkt für die kommende Woche gekauft habe, zeige ich euch jetzt. Ich mache immer einmal in der Woche einen Wocheneinkauf, meistens am Freitag. Ich zeige euch jetzt, was ich alles gekauft habe. Und wir fangen mit einer Sache an, die sehr typisch für mich ist und die ich eigentlich immer kaufe, und zwar Butter. Dann habe ich mitgenommen von Vinesse einen Schinken, hauchzart und würzig. Der war im Angebot. Ich schaue auch immer darauf, dass die Sachen im Angebot sind. So, dann habe ich von Almette einen Kräuterfrischkäse mitgenommen. Gleich zwei Becher, weil den mag ich am liebsten. Und ja, deswegen nutze ich das immer aus. Dann habe ich hier einmal von Barilla Spaghetti mitgenommen. Und zwar habe ich Spaghettini Nummer 5. Dann habe ich einmal Kräuterquark. Ich habe was Neues entdeckt für mein nächstes Süßigkeiten-Testen-Video. Allerdings habe ich im Moment so viele Süßigkeiten, dass ich glaube ich bis März versorgt bin und das dann wahrscheinlich entweder im, nee, ich bin bis März versorgt. Das heißt für April dann erst, das ist irgendwie Wahnsinn. Und zwar sind das von Lorenz Krustix in der Geschmacksrichtung Sweet Paprika Flavor. Die gab es auch noch in, ich glaube, Onion, Cheese and Onion und in noch irgendeiner. Aber die hier hat mich am meisten angesprochen und deswegen habe ich die zum Testen mitgenommen. Und ich glaube, die sind so ähnlich wie Nicknacks. Erdnüsse mit so einem Teigmantel und dann irgendeinem Geschmack. Aber Sweet Paprika finde ich eigentlich ganz gut. Knackige Erdnuss, würziger Crunch. Also ich bin echt gespannt, wenn ich die teste, irgendwann in ein paar Monaten dann. Dann habe ich mir Reis mitgenommen und zwar habe ich mir Langkorn Spitzenreis mitgenommen. Ich bin eigentlich nicht so der Reisesser, ich mag Kartoffeln lieber. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr lieber mögt. Seid ihr lieber so die Kartoffelfraktion oder die Reisfraktion? Oder mögt ihr beides? Aber ich mag eigentlich Kartoffeln lieber, aber ab und an ist Reis auch ganz gut. Und ich habe keine mehr daheim und ich finde, das ist auch so ein Lebensmittel, das man als Grundnahrungsmittel quasi im Haus haben sollte. Oder es schadet auf jeden Fall nicht. Dann habe ich mir Chips mitgenommen, beziehungsweise Buggles, also diese Hörnchen, einmal in der Geschmacksrichtung Nacho Cheese und einmal habe ich Paprika Style. Sahne darf bei mir auch nicht fehlen. Ich nehme Sahne immer für mein Frühstück. Ich mache mir in der Früh immer warme Hirse, also nicht immer, aber meistens mit einem gebratenen Apfel und dann kommt da noch Sahne oben drüber. Seht ihr auch ganz viel in meinen Food Diaries, weil es im Winter eigentlich mein fast tägliches Frühstück ist und da brauche ich dann auf jeden Fall Sahne. Und ich liebe auch Sahne. Also Sahne und Butter geht bei mir über alles. Und was ich auch noch sehr liebe, ist Eis. Und ich habe mir dieses Mal von Magnum Double Caramel mitgenommen. Mein Lieblingseis von Magnum ist das Classic. Aber da habe ich noch was daheim. Und deswegen habe ich mir dieses Mal Double Caramel mit... Nein, ich habe das Falsche mitgenommen. Ich wollte Peanut Butter. Und ich dachte, das wäre die Peanut Butter. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich dachte, das wäre die Peanut Butter. Also entweder ich habe mich vergriffen oder ich habe mich verschaut. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich Peanut Butter und habe Karamell mitgenommen. Na toll. Ich hatte das schon mal und ich glaube, es hat mir nicht so gut geschmeckt, dass ich es jetzt unbedingt nochmal hätte kaufen wollen. Aber gut, jetzt habe ich es und dann werde ich es natürlich auch essen. Aber immerhin habe ich die Erdnussbutter mitgenommen. Da habe ich mich nicht vergriffen. Von Barney's Best Crunchy Peanut Butter. Die mag ich sehr, sehr gerne. Das ist mit Crunchy-Stückchen und leicht gesalzen. Also das mag ich am liebsten. Mögt ihr lieber mit Crunch oder lieber die Erdnussbutter ohne Crunch-Stückchen? Also ich bin dafür. Ich habe noch einmal einen Joghurt mitgenommen. Und zwar ein ganz einfaches Joghurt mild, cremig gerührt, 3,5% Fett. Und da habe ich mir nämlich gedacht, mache ich mir diese Beerenmischung rein. Und zwar ist die mit Sauerkirschen und mit Himbeeren und Brombeeren. Am liebsten mag ich ja die Himbeeren, aber die Mischung finde ich auch ganz gut. Vor allem eigentlich im Sommer, weil die sehr erfrischend ist. Aber ich hatte jetzt auch mal wieder Lust auf, ich hatte einfach Lust drauf. Dann habe ich mir von Hengstenberg Knacks Gewürzgurken mitgenommen. Knackig und würzig, mag ich auch immer mal wieder gerne. Und dann noch ein kleines Schmankerl. Von Dr. Oetker Musso einmal Schokolade und einmal Zitrone. Die sind so lecker
Und das ist auch irgendwie, also vor allem das müsst ihr mal probieren, das ist sehr gut und das auch. Und das ist irgendwie so das Einzige aus dem Tiefkühlfach oder aus dem Gefrierschrank, was ich wirklich gerne gekühlt mag. Denn eigentlich, mein Joghurt oder so nehme ich immer vorher aus dem Kühlschrank, damit es Zimmertemperatur bekommt und dann esse ich es. Aber das muss man wirklich essen, wenn es frisch aus dem Kühlschrank kommt. So, und das war dann mein Food Haul an sonstigen Sachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Live like a lady. Tschüss!